Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hat seinen monatlichen Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich leider weiter verschlechtert. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, Professor Clemens Fuest. Herr Fuest, der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 85,2 Punkte gefallen. Im Dezember lag er noch bei 86,3 Zählern. Was sind denn die Gründe für diese Verschlechterung? Ja, was wir in den Daten sehen, ist, dass die Unternehmen sagen, die Unsicherheit hat zugenommen. Sie finden es also schwieriger, sich auf die nächsten Monate einzustellen und zu planen. Das führt natürlich zu Zurückhaltung bei Investitionen, ist keine gute Entwicklung. Was die Unternehmen auch sagen, ist, dass ihre Auftragsbestände weiter abschmelzen. Das heißt, es kommt relativ wenig hinterher. Und auch das ist nicht gut. Das sind jetzt die beiden Punkte, die wir in den Daten sehen. Natürlich kommt dann das Umfeld hinzu mit den Streiks, mit der Unsicherheit und auch die längerfristigen Probleme, die ja immer noch auf Lösungen warten. Dieser Cocktail ist also sehr negativ für die deutsche Wirtschaft. Was waren denn die Themen, die die Unternehmen in der aktuellen Umfrage am meisten bewegt haben? Ja, wir fordern ja die Unternehmen nicht auf, jetzt einzelne Dinge zu betonen, sondern wir fragen verschiedene Dinge ab. Und da ist eben hervorstechend die Verschlechterung der Auftragslage und die Unsicherheit. Was wir nicht beobachten, vielleicht noch nicht, das sind Auswirkungen bei den Lieferketten, die ja kommen könnten durch die Ereignisse im Roten Meer, vielleicht auch durch den Eisenbahnerstreik. Aber das ist wahrscheinlich eine Sache, die wir erst im nächsten Monat in den Daten sehen, ist aber eben ein weiterer Belastungsfaktor. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Sektoren anschauen, hat sich der Dienstleistungssektor, der Handel und das Baugewerbe jeweils verschlechtert. Um welchen Sektor muss man sich am meisten Sorgen machen? Ja, diese Sektoren haben jeder für sich Probleme. Im Bausektor ist ja vor allem der Hochbau, also der Wohnungsbau, der nicht läuft. Es werden also kaum noch Wohnungen gebaut. Das hat zu tun mit hohen Baukosten, Genehmigungsverfahren und natürlich auch den hohen Zinsen. Da muss man sich schon Sorgen machen, weil der Wohnungsbau, wenn der ausbleibt, dann hat das zum einen soziale Folgen, zum anderen aber auch Folgen für das Wirtschaftswachstum, wirtschaftliche Dynamik, Strukturwandel erfordert ja auch, dass Menschen zum Beispiel bereit sind, umzuziehen und dahin zu ziehen, wo neue Arbeitsplätze sind, wo sie vielleicht besser verdienen. Aber dafür braucht man Wohnungen. Insofern hat der Wohnungsbau auch gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Das macht schon Sorgen. Ansonsten natürlich die energieintensiven Sektoren laufen schlecht. Aber es sind auch einige Bereiche in den Dienstleistungen, die nicht gut laufen. Einziger Lichtblick, um das auch mal anzusprechen, ist hier der Tourismus. Da scheint es also nach wie vor relativ gut auszusehen. Aber in den anderen Bereichen, vor allem auch industrienahen Dienstleistungen, da läuft nicht viel im Moment. Ja, Stichwort Industrie. Der Sektor war in den vergangenen Monaten noch immer ein Sorgenkind. Diesmal hat sich das Geschäftsklima leicht verbessert, sowohl die Lage als auch die Erwartungen. Gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, geht der Auftragsbestand zurück. Warum hat sich denn die Stimmung in der Industrie aufgehellt? Ja, das kommt in diesem Monat sehr stark aus der Autoindustrie. Das Problem ist, in der Autoindustrie haben wir eine sehr volatile Lage. Das geht also mal hoch und mal herunter. Daraus kann man jetzt nicht allzu viel schließen. Es kann durchaus sein, dass es im nächsten Monat dann insgesamt bei der Industrie auch wieder so aussieht wie beim Rest der Wirtschaft. Das müssen wir abwarten. Aber in diesem Monat lief es etwas besser in der Autoindustrie. Ja, grundsätzlich ist ja die Industrie weiter auf einem sehr niedrigen Niveau, wie auch der Gesamtindex. Gibt es irgendwelche positiven Aspekte, die Sie jetzt herauslesen aus der aktuellen Umfrage? Ja, da sieht man relativ wenig Positives. Auch im Handel ist die Lage schlecht und auch die Aussichten sind mau. Ich glaube, gesamtwirtschaftlich gibt es ein paar positive Entwicklungen, die vielleicht Hoffnung machen können. Wir haben relativ starke Lohnerhöhungen, die dazu führen, dass die Menschen vielleicht doch auch mehr konsumieren können. Das könnte stabilisieren. Wir haben die Aussicht auf Zinssenkungen im Laufe des Jahres. Und derzeit sieht es ja auch so aus, als würden die Energiemärkte sich eher beruhigen. Das sind eigentlich stützende Faktoren, die die Wirtschaft in diesem Jahr stabilisieren sollten. Aber dem stehen natürlich die ungelösten Probleme gegenüber. Hohe Bürokratiebelastung der Unternehmen, hohe Steuern, jetzt noch wachsende Abgaben. Das hält also dagegen. Natürlich Unsicherheit über den weiteren Kurs der Energiepolitik. Diese Probleme sind ungelöst. Sie haben die Geschäftsunsicherheit schon angesprochen. Hat sich bei der Konjunkturuhr auch etwas verändert? Ja, die bleibt eben nach wie vor im Abschwungbereich. Da hat sich nicht viel getan.
Zuletzt hatten wir im Dezember gesprochen, da hatten Sie sich eher skeptisch zu den Perspektiven der deutschen Wirtschaft geäußert, aber auch den einen oder anderen Mutmacher angesprochen, zum Beispiel eine Entspannung im Zinsumfeld. Jetzt hat er in dieser Woche das IFO-Institut erneut die Wachstumsprognosen gesenkt. Hat sich Ihre persönliche Einschätzung damit auch noch einmal eingetrübt? Ja, die Revision der Prognose, das waren ja nur 0,2 Punkte. Das ist einfach eine Reaktion jetzt auf die Abgabenerhöhungen im Kontext des Sparpakets der Regierung, das ja nicht wirklich ein Sparpaket ist, sondern man erhöht vor allem Steuern und Abgaben. Heute angesichts dieser Daten hat sich meine persönliche Einschätzung insofern geändert, als wir wohl zu optimistisch waren mit unserer Prognose. Also heute würde man sagen, das Wachstum, das wird irgendwo zwischen 0 und 0,5 liegen. Auf der Basis der aktuellen Daten kann man nicht mehr erwarten. Das heißt, wir nähern uns so der Nulllinie. Eine stagnierende Wirtschaft nach Schrumpfung im letzten Jahr, das ist zu wenig. Und was muss passieren, dass man sich aus der Lage befreit? Ja, ich denke, vor allem müssen wir darauf hoffen, dass die aktuellen Störfaktoren, also Bahnstreik, vielleicht auch die Probleme bei den Lieferketten, im Schiffsverkehr, sich auflösen, sich entspannen und dann muss man darauf setzen, dass eben die steigenden Löhne, die sinkenden Zinsen im kommenden Jahr etwas stützen. Was eigentlich wünschenswert wäre, wäre eine längerfristige Perspektive für mehr Wachstum für die deutsche Wirtschaft. Und das wäre eine Strategie, auch eine wirtschaftspolitische Strategie, um mit den Herausforderungen umzugehen, die vor uns liegen. Diese Strategie fehlt bislang. Die müsste beinhalten entschlossenen Bürokratieabbau, Steuersenkungen, eine Umschichtung weg von konsumtiven hin zu investiven Ausgaben, die Adressierung von Investitionsbedarfen. Also wir brauchen bessere Bedingungen für private Investitionen und mehr öffentliche Investitionen in Digitalisierung, Dekarbonisierung. Also so eine Art Agenda 2030 oder einen Wachstumsplan für die deutsche Wirtschaft. Und das fehlt im Moment. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Bundesregierung sich einfach uneinig ist, welchen Weg man da gehen sollte. Da wäre es gut, wenn man sich da zusammenraufen würde und mit einem Plan für Wirtschaftswachstum käme. Also es bleibt einiges zu tun, sagt Professor Clemens Fuest vom IFO-Institut. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.